Ja, jetzt wird zum Schluss ein Brief von einer Freundin vorgelesen, von einem politischen Gefangenen. Wir haben die Erfahrung, als wir die Kampagne für die Freilassung von dem Kölner Journalisten Adil Demirci gemacht haben, wirklich mitbekommen, wie wichtig das ist, die Freunde, die Menschen, die Frauen, die in den türkischen Gefängnissen sitzen, nicht allein zu lassen. Und ein Weg davon war, Postkarten zu schicken, Briefe zu schicken. In diesem Symbol, die Mauern durchzubrechen und die Stimmen nicht stumm werden zu lassen, haben wir gelernt, wie wichtig das ist, dass man auch Briefe an die Gefangenen schickt. Die Stimme der Solidarität ist im Moment mit ca. 30 politischen Gefangenen im Briefkontakt. Und sie schreiben zurück. Und eins davon will eine Freundin vorlesen. Und ich glaube, dass jeder von uns den Kontakt zu den politischen Gefangenen wahrnehmen sollte, damit sie von innen einfach das Gefühl haben, sie sind zwar weggesperrt, aber draußen denken so viele an sie und sind ihre Stimme geworden. Mein Mann und ich schreiben regelmäßig türkische Gefangenen im Gefängnis an und wir bekommen auch ab und zu Briefe zurück. Einen möchte ich jetzt vorlesen. Es geht um einen Journalisten, der für 14 Jahre verurteilt worden ist wegen politischer Propaganda, also wegen Terrorpropaganda. Er schreibt, das Leben im Gefängnis ist was ganz anderes, vor allem wenn diese im Nahen Osten gelebt wird, ist es dann nochmal anders. Meine einzige Stütze ist die Kommunikation. Ich muss gut drauf sein, sonst macht einen das Leben hier kaputt. Ich glaube, dass ich in diesem Punkt etwas Glück habe. Ich habe Menschen wie euch kennengelernt. Eure Solidarität und Liebe hat mich sehr glücklich gemacht. Gut, dass es euch gibt. Mir geht es gerade gut. Ich versuche auch mein Bestes dazu beizutragen, dass es so bleibt. Ich mache regelmäßig Sport und auch Aktivitäten, die mich motivieren. Bücher lesen, Briefe schreiben gehört auch dazu. Dieses Coronavirus hat uns sehr eingeengt. Ansonsten gibt es keine wirklichen Änderungen. Die offenen Besuchstermine mit der Familie, der gemeinsame Sport mit anderen Häftlingen und weitere gemeinsame Aktivitäten wurden bedingt verboten. Sogar unsere Briefe werden nur in bestimmten Zeitabständen an uns weitergegeben. Es gab fast 2 Monate lang keine Post. Danach haben wir ab und zu Post bekommen und nun bekommen wir sie in 2 Wochen Abständen. Es ist eine kritische Phase. Dieses Virus ist gefährlich und meine Gedanken sind bei den Menschen draußen. Passt bitte gut auf euch auf. Vielen Dank für euren Brief und Unterstützung. Ich bin sehr neugierig, euch kennenzulernen. Ich hoffe, dass wir eines Tages diese Möglichkeit bekommen. Okay. Unsere heutige Mahnwache war für uns sehr stark, weil wir so viele Familienangehörige bei uns haben, wir bei ihnen sind und das stärkt. Und wenn ich die Worte des Freundes, der jetzt geschrieben hat, höre, dann bleibt uns nichts anderes übrig, solidarisch miteinander zu sein und die Öffentlichkeit zu suchen und einfach die Stimme von denen, die drin sind, nach außen hin tragen. Es sind Menschen, die wir nicht kennen. Aber wenn Sie das beschreiben, ist es uns sehr nah. Denn wir haben das in der Kampagne für Adil Demirci sehr hautnah mitbekommen. Wir, die Familie, die Freunde. Und hier fällt es mir sehr schwer, nicht nochmal an die Mutter von Adil Demirci zu erinnern, die leider verstorben ist, bevor Adil wieder nach Köln kommen konnte. Und wenn ich die Stimme der politischen Gefangenen aus den Gefängnissen höre, dass sie uns sagen, passt bitte draußen auf, das Virus kann gefährlich werden. Da frage ich mich, welcher Virus ist denn gefährlicher? Der Virus, der die Türkei in den Abgrund treibt, der die Menschenrechte seit Jahren abgeschafft hat, der Kinder, Frauen, Menschen, Gewerkschafter, Arbeiterinnen in die Knäste einsperrt, weil sie Hunger haben, weil sie Angst vor dem Virus haben. Die Krankenhäuser können sie nicht mehr fassen, aber die Presse berichtet nicht darüber, wie der Virus die Bevölkerung kaputt macht.
für uns, die hier im Exil das mit ansehen müssen, wie ein Land, das so stark in seiner Menschlichkeit ist, kaputtgerichtet wird, wo Menschen in Gefängnissen kommen, weil sie einfach sagen, wie kann es sein, dass auf den Arbeitsstellen keine Sicherheit gegeben ist, dass wir vom Baugerüsten runterfallen und sterben? Wie kann es sein, wenn Frauen sagen, warum werden wir getötet, weil wir als Frauen unsere Meinung vertreten wollen? Das ist die Türkei. Wie kann es sein, dass Kinder auf den Straßen sterben, dass sie kein Zuhause haben und arm sind und Hunger haben? Wie kann es sein, dass Co-Vorsitzende von Parteien wie Selahattin Demirtas, Figen Yüksek da jahrelang in Gefängnissen gehalten werden, weil sie auf den Konflikt, auf den Innerkrieg in der Türkei hinweisen, Menschenrechte verteidigen? Das ist die Türkei, das ist das NATO-Land, das ist die Kommunikation der europäischen Länder mit der Türkei. Woran halten Sie sich fest? Europa hat Angst, dass die Grenzen aufgehen und die Flüchtlinge kommen. Wer verursacht diese Flüchtlinge? Die Türkei ist in Syrien, in Libyen, vor der griechischen Küste, in Aserbaidschan. Das sind die Kriegsherde, die sie schürt, im Namen der NATO unterstützt wird. Das ist die Türkei. Und wir sollen nicht reden, wir sollen nicht nach der Freiheit fragen. Nein, das werden wir nicht zulassen. Denn wir sind die Überlebende dieser Diktatoren und wir haben eine Aufgabe. Die Aufgabe ist, den Schrei nach Freiheit und der Solidarität aufrechtzuerhalten. Liebe Kölnerinnen, liebe Kölner, das ist unsere 71. Mahnwache als Solidarität mit den politischen Gefangenen, mit den inhaftierten deutschen Journalisten, mit den deutschen Staatsangehörigen, die nicht in ihr Land einreisen können. Lassen Sie nicht zu, dass die Welt von Diktatoren zu Gefängnissen werden. Wachen Sie auf, seien Sie solidarisch. Kommen Sie gut nach Hause, passen Sie auf sich auf.